Hallo, ich bin Jens von Works. Wir sprechen wieder über Maker X, unser Multifunktionswerkzeug. Ein kleiner Tausendsasser zum Basteln zu Hause und heute speziell über die Heißklebepistole. Die Heißklebepistole wird ausgeliefert mit 10 Klebesticks, also auch hier wieder kann man sofort loslegen zu Hause und sofort arbeiten. Was ihr bereits habt natürlich ist unseren PowerShare-Akku und natürlich auch unseren Hub. Über den Hub wird ja der Strom in die Heißklebepistole geliefert. Also die beiden Sachen einfach wieder zusammenstecken, super, super einfach. Hier kann man dementsprechend den Strom anmachen. Jetzt bei der Klebepistole brauchen wir natürlich die Drehzahlregulierung nicht. Dann nehme ich wieder hinten das Ende. Ihr seht, das ist ganz normal wieder der gleiche Dreieransatz, den wir haben, wie bei allen Geräten, der auch nur auf einer Stelle hinten reinpasst und er wird dann hier hinten eingesetzt. So, nachdem wir das Kabel hinten reingesetzt haben, ist ganz, ganz wichtig, haben wir hier unten einen Ein- und Ausschalter. Und dieser Ein- und Ausschalter muss jetzt ein bisschen länger gedrückt werden und zwar 5 Sekunden den Schalter drücken und dann fängt er rot an zu leuchten. Das heißt, er ist jetzt gerade am Aufheizen und sobald er die Temperatur erreicht hat, leuchtet dieser kleine Schalter grün. Also auch hier kein Problem, dass man also weiß, wann es heiß genug ist, man weiß, wann man anfangen kann zu arbeiten. Auch dafür haben wir gesorgt und das ist fest eingebaut. So, und schon ist es grün. Das dauert gerade mal 15 Sekunden, denn es ist auf grün. Das heißt, ich bin auf Temperatur und jetzt kann ich hier über diesen Schalter den Vorschub regulieren und vorne kommt dann schon, logischerweise machst du jetzt mal hier einfach auch einen Fleck, vorne kommt dann schon der geschmolzene Kunststoff raus. Das heißt, die Sticks sind dabei und ich kann schon anfangen zu arbeiten. Fangen wir mal an. Das heißt, ganz einfach hier, das ist das, wenn man es zu Hause bastelt. Man gibt es auf und kann es sofort festkleben. Genauso wie so kleine Dekosachen, die man noch hat, die man festkleben kann. Da sind Sie wahrscheinlich bei Weitem kreativer als ich. Nehme ich mal von aus. Aber es geht ja darum, dass Sie wissen, wie schnell es funktioniert und was man alles für tolle Sachen damit machen kann und wie einfach es ist, mit dem Gerät zu arbeiten. Auch hier wieder natürlich mit unserem PowerShare-Prinzip. Das heißt, der Akku, den haben Sie ja zu Hause, den Hub haben Sie auch zu Hause und wir können komplett arbeiten ohne Feststrom und sind also auch nicht abhängig davon, dass eine Steckdose näher ist, wo ich bastel, wenn man einen Bastelkeller hat, wenn man im Wintergarten basteln möchte oder sonst wo, sind ja nicht immer Stromanschlüsse da. Ja, so viel zu unserer Heißklebepistole von Works. Viel Spaß beim Handwerken, viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal.